Hallo meine hübschen, Sarah Glory ist wieder hier mit am Start. Heute mit einem geilen Rezept für euch. Und zwar koche ich sehr, sehr gerne. Und wenn ihr mich auf Snapchat verfolgt, dann seht ihr auch, dass ich ganz oft Rezepte snappe und wie ich die zubereite, meine Gerichte. Und so kam des Öfteren die Nachfrage, wie ich denn so meine Lasagne mache, meine Tiramisu mache und. Neulich habe ich auch Crepes für euch gemacht. Und ja, da die Nachfrage so groß war, habe ich mir überlegt, dass ich heute für euch eine selbstgemachte Lasagne, Spinat-Lasagne à la Sarah Glory für euch mache. Ihr seid hier in meiner Küche und ich habe auch schon alles vorbereitet für euch und zeige euch dann erstmal, was ihr dafür braucht. Kameramann, einmal rüberkommen hier. Ihr braucht auf jeden Fall mindestens ein halbes Kilo Rinderhackfleisch. Chili nach Bedarf oder je nach Geschmack, zweimal gehackte Dosentomaten, Crème fraîche, Oregano, Basilikum, Lasagnenblätter, ich nehme die, die man ohne Vorkochen halt immer benutzen kann, die sind aus dem Lidl, Salz, Rapsöl, geriebener Käse, ich nehme am liebsten Mozzarella, Spinat auf jeden Fall, ein Messbecher, Tomatenmark, eine Knoblauchpresse, frischen Knoblauch, ein kleiner Mini-Schneebesen und natürlich zwei Töpfe. Warum zwei Töpfe? Hier kommt einmal der Spinat rein, damit er so ein bisschen vorkochen kann und weich wird und ja, hier auf jeden Fall zubereitet werden kann. Hier werde ich mein Fleisch anbraten und am Ende kommen alle Komponenten zusammen in diese große Auflaufform hier und dann kommt die in den Ofen. Als allererstes würde ich vorschlagen, dass wir unseren Spinat so ein bisschen waschen. Es sieht jetzt erstmal viel auf, aber das wird danach alles sehr, sehr klein werden und im Topf ziemlich schrumpfen beim Kochen. Schön frische Zutaten. Ich koche fast jeden Tag und das am liebsten frisch. Und deswegen mag ich das auch total, dass hier erstmal frischer Spinat reinkommt. Ein bisschen Wasser dazu in den Topf. Den kann ich schon mal anmachen. Am besten auf 10, volle Pulle. Ich muss noch ein bisschen quetschen. Keine Sorge, das wird sich gleich noch legen. Wir wollen natürlich Zeit sparen, ne? Denn das, was jetzt noch ein bisschen Zeit braucht, da können wir die Zeit überbrücken, indem wir gewisse andere Dinge vorbereiten, wie zum Beispiel jetzt unsere Crème fraîche. Die klatsche ich nicht einfach so immer auf meine Lasagne. Ich tue die dann am liebsten nochmal in so einen Messbecher hier rein. Aber komplett, also schön großzügig, nicht hier geizen mit der Crème fraîche. Einige nehmen auch Bechamelsoße, aber das persönlich mag ich überhaupt nicht. Du auch nicht, ne? Dann ein bisschen Salz, damit die Lasagne nicht so fad schmeckt. Ein bisschen Wasser. Rühren, sonst ist sie zu fest und wird zu trocken auf der Lasagne oben drauf. So abschmecken, ob da genug Salz drin ist. Mhm. Ich gebe mein Hackfleisch da rein. Ja, einmal kurz Hände waschen. Dann ist es elementar wichtig, dass ihr so einen Schaber habt auf jeden Fall, weil mit denen müsst ihr das Hackfleisch klein hacken. Weil sonst habt ihr nachher in der Lasagne so große Klumpen und euer Hackfleisch nicht so schön verteilt. Dosentomate öffnen, gehackte. Lieber mit dem Messer, bevor ich hier meinen Nagel zerstöre. So. Und dann kann man, bevor man aber die Dosentomaten reintut, nehme ich gerne noch ein bisschen Tomatenmark. So wird die Farbe und der Geschmack noch mal kräftiger. Schön mit anrösten, aber nicht zu lange, sonst wird Tomatenmark bitter. Nur so ein bisschen, dann können die Tomaten schon rein. Nochmal. Mmh, riecht hier schon nach Spinat. So, dann auf jeden Fall ein bisschen runterschalten, sonst spritzt das hier gleich ganz doll. Ein bisschen Wasser.
bisschen die Reste hier rausholen. Na, wir wollen ja nichts verkommen lassen oder wegwerfen. Jetzt kann man nach Belieben ein bisschen Chili reintun. Wirklich nur ein bisschen. Wenn man will, dass auch noch andere davon essen, sollte man damit nicht übertreiben. Jetzt habe ich hier Basilikum. Oregano. Davon liebe ich es ein bisschen mehr. Dann frische Minze. Ich sage immer nach Gefühl, aber das ist schwierig, wenn man das so Anfängern erklärt. Ich sag mal so einen kleinen, bei der Minze war es jetzt glaube ich ein halber Teelöffel und bei Oregano war das schon ein ganzer Teelöffel, wenn nicht sogar einen halben. Ja, Basilikum auch ein halber Teelöffel. Jetzt habe ich auch alle Gewürze drin, Salz auch. Jetzt werde ich Honig reintun, nicht zu viel, damit es eine süße Note kriegt, weil Tomaten mag und gehackte Tomaten ja dann auch schon mal einen leicht säuerlichen Geschmack haben. So. Und frischen Knoblauch, da sage ich immer, muss man immer im Haus haben. Knoblauch und Zwiebeln, also die habe ich immer da, weil beim Kochen gehören die einfach dazu. Nehme ich hier meine Knoblauchpresse, tue sie rein. Und drücke aber kräftig und so. Das ist das, was ich meine mit dem Spinat. Das ist ja total klein geworden. Jetzt kann ich auch die anderen Reste hier zutun. So. Auch noch ein bisschen würzen. Knoblauch, aber granulierten kommt, tue ich hier rein. Die Margarine habe ich auch so einen ganzen Esslöffel reingetan, damit der Spinat nicht so trocken ist, ein bisschen Geschmack kriegt. Nochmal würzen, ein bisschen Salz. Knobi, Salz und Margarine habe ich hier jetzt reingetan. Ein bisschen Chili war da auch noch drin. Kurz probieren. Heiß. Ich brauche eine Kelle. Jetzt müsst ihr mit der Soße als erstes beginnen. Man beginnt bei der Lasagne immer mit der Soße. Weil da jetzt noch Nudelplatten kommen und unter die Nudelplatten muss auch ein bisschen an Flüssigkeit sein, damit die durchziehen können. Jetzt hast du ja eine Lasagne im Mund mit harten Nudelplatten, das wäre nicht so cool. Nicht so viel. So. Dann nimmt ihr die Nudelplatten. Man kann die Lasagne natürlich auch mit frischen, selbstgemachten Nudelplatten machen, aber die Zeit haben wir nicht. So. So. Ein bisschen viel jetzt. Muss man halt geschickt machen, ne? So, dann kommt da wieder Soße. Auf jeden Fall reichen. So, ich lege den mal so dahin. Geht auch so. So. So, dann schaut mal. Ich habe jetzt schon die zweite Schicht drauf. Hier kommt auch noch mal ein bisschen Soße. Und dann würde ich vorschlagen, nehmen wir den Spinat. Der kommt hier so kleckschenweise oben drauf. So, dann noch die Creme Fraiche.
Ihr seht, obwohl ich sie mit Wasser verdünnt habe, ist sie trotzdem noch nicht so einfach zu verteilen. Und wenn man da jetzt gar kein Wasser reintut, dann wird das Verteilen sehr, sehr schwer. Deswegen immer ein bisschen mit Wasser anrühren, würzen und oben drauf. Jetzt kommt der Mozzarella-Käse. So, dann würde ich vorschlagen, kommt die Lasagne in den Backofen. Der ist auch schon heiß. Reinschieben und 25 Minuten warten. So, jetzt ist sie fertig. Wir stellen sie hier rüber. Schaut euch dieses Schmuckstück an. Richtig Hammer. Dann nehme ich hier ein Stück. Am meisten liebe ich die Stücke hier am Rand. Ist auch schon schön durch. Das spürt man auf jeden Fall. Lösen, lösen. Und tada! Das ist die Spinatlasagne. So, ich probiere dann auch mal schnell ein Stück, um zu gucken, wie sie geworden ist. Oh mein Gott. Richtig gut. Hammer. Der Knaller. So, das war's mit meiner Spinatlasagne. Ich hoffe, ihr kocht dieses Rezept nach. Wenn ihr es macht, dann verlinkt mich doch auf Instagram-Fotos, indem ihr es postet, mich drauf markiert. Ich würde mich riesig freuen, eure Ergebnisse zu sehen. Wenn euch dieses Kochvideo von mir gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, damit ich weiß, ob es euch gefallen hat und weitere Kochvideos folgen. Wenn ihr vielleicht Ideen oder Vorschläge für mich habt, was ich als nächstes für euch kochen soll, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert diesen Kanal kostenlos und bis zum nächsten Mal. Tschüss!